Willkommen, liebe Zelda-Fans, zurück hier bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Natürlich wie immer mit mir, dem Zelda-Ben. Yo, im letzten Part haben wir so einiges geschafft. Wir haben das Gebiet Ranel und damit auch endgültig ganz Hyrule von den Schatten befreit. Ja, Hyrule ist jetzt wieder die schöne Welt des Lists. Wir haben dann gegen diesen Boss der Schattenkäfer gekämpft, haben noch so ein bisschen was über die Entstehung des Triforce gehört und über das, was die Schattenkristalle so alles bewirken. Ja, und wir haben auch schon mal hier auf der Brücke Post bekommen und schon mal auch hier Goldinsekten eingesammelt. Ja, und heute wird es darum gehen, dass wir schon mal mit den Sidequests hier im Gebiet Ranel anfangen. Vielleicht machen wir auch ein bisschen in der Abenteuerquest weiter. Naja. Nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, suchen wir uns mal Epona-Gras, denn auf Epona ist man ja immer ein bisschen schneller. Naja, hier hat man das ja schon, also von daher alles gut. Und hören schon seit langem wieder die wunderbare Epona-Melodie. Sehr schön, und da fällt mir auch gerade ein, wo wir das auch haben. Wir haben ja wieder im Schattenreis hier. Als das ein Schattenreis war, haben wir ja eine okkulte Kunst freigeschaltet, die ja gerade sehr günstig hier auf dem Wege liegt. Nämlich einfach hier und da. Ja, von daher würde ich sagen, nein, es muss nicht flöten. Wir werden uns jetzt mal um diese okkulte Kunst kümmern. Und dann mal gucken, was man so noch alles schön machen kann. Vielleicht gibt es ja noch ein paar weitere Goldinsekten. In der Nacht immer schön ersichtlich, aber wir können hier schon ja schon mal ein etwas freisprengen. Naja, ist es nicht ganz so wichtig, dann kann man sich auch später ganz gut drum kümmern. Yo. Dann würde ich sagen, ist das erste, was wir mal machen, die okkulte Kunst. Und so wie das aussieht, scheint dieser Geisterwolf auch schon hier zu sein. Ja. Aus diesem Grunde wäre es ganz cool, wenn wir jetzt einfach mal diesen scheiß Gegner werden wir es beachten. Wir werden uns jetzt der nächsten okkulten Kunst stellen. Und es wird wieder Tag, so wie ich sehe. Was auch sehr gut gleich sein wird. Naja, für die Stadt zumindest. Das jetzt mal alles so in der Listenwelt kennenlernen. So treffen wir uns wieder. Dank deiner Anstrengungen ist etwas Leben nach Hyrule zurückgekehrt, aber noch ist es zu früh, um auszuruhen. Bist du bereit, eine weitere okkulte Kunst zu erlernen und dich für die künftigen Kämpfe gegen noch stärkere Gegner zu wappnen? Aber klar doch, also gut. Aber zuvor zeige mir, ob du die Schildattacke beherrschst, die ich dir das letzte Mal gelehrt habe. Also los, greif mich an. So. Schildattacke und Angriff. Wunderbar. Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann, die dritte okkulte Kunst, der Rundumhieb. Okkulte Kunst, Rundumhieb. Bei Gegnern, die nicht nur ein Schild, sondern eine Ganzkörperrüstung tragen, kannst du mit der Schildattacke Nists ausrüsten. Häufig schützen solche Gegner jedoch nur ihre Vorderseite, Nist ihren Rücken. Visiere mit Z an, halte Joystick gedrückt und springe mit A mehrmals, sodass du hinter ihn rollst. Triff ihn dann mit dem Schwert. Das nennt man Rundumhieb. Versuche nun, einen solchen Hieb an mir auszuführen. So, anvisieren und Rundumhieb. Sehr schön. Deine Körperbeherrschung ist gut, aber denk immer an den richtigen Zeitpunkt, im Sprung den Hieb auszuführen. Damit hast du die dritte okkulte Kunst, den Rundumhieb, erlernt. Du hast die dritte okkulte Kunst, den Rundumhieb, erlernt. Rolle dich auf die Rückseite des Gegners und triff ihn mit dem Schwert. Nun gibt es noch vier okkulte Künste, die du lernen musst. Übe des täglich im Schwertkampf. Nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Lebe wohl, bis wir uns wiedersehen.
Ja. Eigentlich ist ganz cool und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich finde es wirklich ganz toll, dass es so etwas gibt, denn ich muss ganz ehrlich sagen, in Skyward Sword, da hat mir das S gefehlt und da gibt es S-Gegner, wo es wirklich schwer ist, sie zu treffen, einfach weil die immer ablocken und die da einfach mal von hinten zu überraschen, wäre da ganz cool gewesen. Naja, aber nichtsdestotrotz können wir ja mal versuchen, naja, war jetzt ein bisschen doof. Aber wir können ja mal versuchen, hier den Rundumhieb anzuwenden und zwei okkulte Künste hinterher. Ist das nicht etwas Feines? Und dazu noch die schöne Morgenmucke. Naja, die gefällt ja jedem. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwo noch Goldinsekten finden. Das wäre zumindest sehr schön, wenn das so wäre. Ah. Irgendwas hörst doch hier glitzern und jawohl, hier haben wir tatsächlich ein Goldinsekt, Schmetterling männlich. Ja, vielleicht können wir auch mal gucken, ob es hier irgendetwas Gutes gibt. Naja, wer weiß. Naja, nur zwei olle Gegner. Ihr seid schnell am Boden. Sehr schön. Na. So. Und Fangstoß. Sehr schön. Naja. Das wird es wahrscheinlich auf irgendwas Späteres beziehen. Jedenfalls eine Truhe, an der wir, ja, schon ganz offensichtlich ist, dass wir da noch nicht ran können. Da müssen wir wahrscheinlich noch, ja, ich sag jetzt mal, da müssen wir noch eine ganze Weile im Spiel warten, weil da brauchen wir etwas, was wir erst im 6. Tempel des Spiels bekommen werden. Und das ist ja noch weit hin. Wir sind ja gerade mal erst im 3. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, ob wir hier irgendetwas Gutes ausrüsten können. Vielleicht gibt es ja hier was Tolles. Ja, und da oben sehe ich es ja auch schon. Versteckt ist bloß Mist. Wir versuchen, das jetzt da runter zu holen. Gutes Goldinsekt. So. Na, reißt das? Was für ein Arschloch. Du gehst mal ganz schnell flöten. Bis haben wir keinen Bock hier. So, naja, können wir noch einsammeln, alles gut. Ja, und hier bist du jetzt. Nehmen, nimm Link. Und damit haben wir den Schmetterling Männlis gefangen. Gut, dann würde ich sagen, arbeiten wir uns mit den Sidequests doch immer mal von Süden nach Norden ab. Dann würde ich jetzt sagen, betrachten wir in aller Schönste das Schloss, aber gehen zugleich nochmal vorher in die Stadt und gucken mal, was uns da so erwartet. Das Wirtshaus wird es jetzt noch nicht gehen, denn es ist ja, dass da dann die Hauptquest weitergeht. Wir wollen ja gucken, was es noch alles so an Sidequests geben wird. Und jetzt, wo wir in der Stadt festgestellt haben, wo wir durch viele Türen gar nicht hindurchkommen, ist es uns das ja jetzt als Mensch alles gegeben. Naja, aus diesem Grunde würde ich sagen, betrachten wir doch mal die Stadt im Allerschönsten. Hyrule Stadt West. Was kann man denn hier Schönes machen? Lass mal sehen. Vielleicht eine kleine Spende für den Frieden in Hyrule. 50 Rubine, sagen wir mal. Möge ein Engel der Liebe deine Wege geleiten. Bete weiter für den Frieden und eines Tages wird die Liebe auch dies umfangen. Ja, und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da das etwas ist, was man, das ist nämlich etwas, wo man jetzt ein Herzteil bekommen kann. Und ich würde sagen, geben wir doch mal die ganzen Rubine ab hier. Da müsst ihr einfach halt immer diesen Typi ansprechen und dann halt hier immer 50 Rubine abgeben. Ja, und damit ihr das jetzt nicht alle sehen müsst, das wäre ja ein bisschen langweilig, würde sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. So, hier wären wir dann wieder. Jetzt haben wir entsprechend nur noch 24 Rubine, sprich, wir können jetzt erstmal keine weiteren Rubine abgeben. Von daher würde ich sagen, gehen wir doch mal hier in die Seitenstraße und gucken mal, was wir hier so alles anstellen können. Sehr schön. Dann würde ich auch sagen, gucken wir doch jetzt mal, was wir hier drin so Schönes haben. Nun. Agnetas Zimmer. Klingt ja sehr, sehr wundervoll. Dann würde ich sagen,
sprechen wir sie doch gleichzeitig mal an. Nanu, ich dachte schon, du wärst eine besonders fette Heuschrecke. Aber wenn's mir so deine Kleider ansehe, dann bin ich sicher, dass du auch ein großer Insektenfreund bist, stimmt's? Naja, so sehr erinnern die bis jetzt nicht dran, aber... Verzeih, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Agneta, die Prinzessin des Insektenreichs. Ich habe die 24 goldenen Insekten dieser Welt zu einem Ball eingeladen. Ah, und hier lernen wir jetzt kennen, wozu wir die goldenen Insekten nehmen können. Aber sie kommen und kommen einfach nicht. Ich fürchte, sie haben es irgendwo verirrt. Wenn du sie siehst, würdest du sie wohl hierher in mein Schloss bringen? Wenn du die Insekten findest und hierher bringst, gib sie einfach mir, ja? Na klar, das können wir schon direkt tun. Kannst du vielleicht irgendwie helfen? Aber klar doch, wir können das schon hier reißlich mit... Na... Back das ein bisschen. Wir können das schon direkt hier versorgen. Mit dem ersten Goldinsekt. Aber du, Ameise Männlis, bist du es wirklich? Ah, die Ameise sieht fast aus wie ein Mond. Da muss man aufpassen, dass niemand einen Kuchen damit schmückt. Danke, danke, ich bin so glücklich. Vielen Dank, dass du dieses Insekt mitgebracht hast. Ehrlich gesagt habe ich dir nicht wirklich getraut. Ich bin wohl eine ziemlich miese Prinzessin. Wenn du das nächste Mal hierher kommst, teile ich mein Glück mit dir. Nimm das hier, um es darin aufzubewahren. Große Geldbörse erhalten. Oh, schön. In ihr kannst du bis zu 600 Rubine aufbewahren. Doppelt so viel Kapazität wie vorher. Das klingt doch sehr gut. Übrigens, da wo du das Insekt Ameise findest, muss es auch ein Gegenstück dazu geben. Wenn von allen Insekten ein paar da ist, werden wir alle sehr glücklich sein. Ja, dann zeige ich uns mal, was passiert, wenn man jetzt hier weiterhin Insekten abgibt. Dann gebe ich jetzt mal hier die Gottesanbeterin ab. Muss jetzt nicht alles vorlesen, ist so ein bisschen Kram, was da gelabert wird. Naja. Auf jeden Fall, wenn wir einen Insekt abgeben, gibt es 50 Rubine. Aber wenn wir aber das Paar komplett haben, was ich jetzt mal hier zeigen werde, dann kriegen wir einen neuen Rubin im Spiel. Zeige es jetzt mal. Der satte 100 Rubine wert ist. Ist das nicht ein Ding? Ja, dann würde ich sagen, füllen wir damit doch die Rubine wieder auf 600 und können dann wieder an den Mann dort spenden. Und ich würde sagen, damit das auch wieder ein bisschen schneller geht, würde ich jetzt den kompletten Teil, wo ich das auffülle und das an den Mann wieder abgebe, rausschneiden. Sprich, wir sehen uns dann wieder, wenn wir das alles gemacht haben. Ja, ich habe jetzt doch mal beschlossen, etwas vorher wieder weiterzumachen, denn... Es ist jetzt so, dass wir doch wieder ziemlich viele Rubine haben und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn wir da das Herzteil bekommen würden, dann solltet ihr das auf jeden Fall sehen, denn das gehört ja dazu. Deswegen würde ich sagen, müsst ihr jetzt mal kurz damit abkommen, dass ich jetzt einfach mal hier nichts sage und hier die ganze Zeit spende, aber ich hoffe, das geht relativ schnell. Also, ja, also leider hat es noch nicht ganz ausgereicht. Wir müssen dann irgendwann wieder ein bisschen mehr spenden, um dann das Herzteil entsprechend zu erhalten. Naja, es ist nicht ganz so tragisch. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt noch nicht wirklich darum, denn wir haben ja jetzt natürlich... Warum drückst du immer den falschen Knopf? Wir haben jetzt natürlich hier noch ein paar Goldinsekten, die wir abgeben können. Ja, das können wir aber machen, wenn wir wieder ein paar mehr eingesammelt haben. Ist es nicht ganz so dringend ist, würde sagen, damit das für euch ein bisschen spannender wird, würde es jetzt mal gucken, was es hier so noch zu entdecken gibt. Ja, eigentlich ist ganz cool hier diese schöne Stadt. Kann man immer mal wieder gucken, mit ein bisschen Musik im Hintergrund. Ist ja immer ganz cool. Ja, dann würde ich sagen, können wir doch jetzt mal... Naja, vielleicht sind wir jetzt einen kleinen Umweg gegangen. Ist nicht ganz so tragisch. Na? Also hier müsste ich jetzt lieber nicht fressen. Ich müsste lieber mal gucken, was es mit dieser Wahrsagerin auf sich hat. Das
würde uns hoffentlich alle mal interessieren. Da konnten wir als Wolf leider noch nicht rein. Aus diesem Grunde. Magikana. Mal sehen. Willkommen bei Magikana. Wenn du willst, öffnest dir die Tür zu deiner wahren Bestimmung. Wenn du etwas über dein Schicksal erfahren, dann bist du hier genau richtig. Für nur 10 Rubine öffnet es die Tür zu deiner eigenen Zukunft. Naja, können wir ja mal kurz machen. Nun, vielleicht können wir ja mal sagen, Arbeit, ich habe es vorgenommen. So will es dir denn die Aufgaben enthüllen, die deiner Haaren. Gut, es sei. Zabam! Du wirst einen alten Bekannten wiedersehen. Das Glück wartet auf dich in einer kleinen Vorstadtkneipe. Hat's dir gefallen? Verlierst du dein Ziel wieder aus den Augen? Komm jederzeit erneut hierher. Naja, nun werden wir hoffentlich nicht so wirklich gebrauchen, denn, wie gesagt, ihr sollt ja. Es ist ja nicht so schön, wenn wir schon im Voraus alles wissen. Also nur, wenn wir wirklich nicht weiterkommen sollten und es wird hoffentlich nicht passieren, werden wir das auch benötigen. Nun, aber ich hoffe nicht. Von daher würde ich sagen, gehen wir doch jetzt mal auf die südlichste Ebene und gucken da, was es dort denn so alles zu sammeln gibt. Ebene von Hyrule. Wunderbar. Kann man vielleicht immer mal wieder gucken, was es hier so Schönes gibt. Und, naja, vielleicht auf den ersten Blick erstmal nichts, außer so ein paar komische Biester. Naja, was soll man sagen? Wäre so alles toll, wenn man hier mal überall hoch könnte, aber ist uns ja leider nur nichts gewährt, weil wir das entsprechende Item, was wir im, ich glaube, das war der dritte Dungeon oder der nächste Tempel, da werden wir so ein Item kriegen, das eigentlich richtig cool ist. Aber das haben wir halt noch wissen, daher müssen wir mit diesen Quests ein bisschen warten. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist uns hier schon mal ein bisschen anschleifen, um uns hier ein Insekt zu schnappen. Scheiße. Es bleibt doch hier, Mann. Ich hab Bock auf das. Na. Na. Sehr schön. Marienkäfer. Naja, ziemlich scheue Tiere, aber was soll's. Dann würde ich mal vorschlagen, gucken wir doch mal, was es hier unten so alles zu sehen gibt. Eine komplett neue Ebene von Hyrule. Jetzt mal alles wieder in der Welt des Lists. Ist doch immer besser, als wenn man alles in diesem dunklen, grausigen Schattenreif hat. So, was hätten wir denn hier? Naja, auch wieder, was wir erst später machen können. Nun ja, das ist ganz so schlimm. Dann würde ich sagen, ist es doch mal an der Zeit, dass wir vielleicht mal hier gucken, was es hier so Schönes gibt. Ach, ist das nicht herrlich? Ein wunderbarer Blick auf den Hyliasee mit diesem riesen Loch in der Mitte. Das ist doch so ziemlich witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber was soll man hier noch machen? Vielleicht gibt es ja irgendwie noch ein Goldinsekt. Das muss ja eigentlich in der Nähe sein, wie wir ja schon immer wieder festgestellt haben. Muss ja das Goldinsekt wieder in der Nähe sein. Aber vielleicht ist es hier sinnvoll, doch trotzdem nochmal vorher mit diesem Goron hier zu sprechen. Oh, bist du etwa dieser Mensch, von dem wir die anderen Goronen berichtet haben? Aber schau dir nur mal diesen Felsen an. Ob es hier einen Erdrutsch gegeben hat? Warum bist du eigentlich hier? Wolltest du etwa hier durch? Wenn es etwas Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen würde, könntest du diesen Felsen vielleicht beseitigen. Wenn du Quellwasser hast, sprich mich ruhig noch einmal an. Ja, mit Vergnügen natürlich. Aber erstmal sollten wir vielleicht zusehen, dass wir das nächste Goldinsekt bekommen. Und jetzt, wo es auch Nacht wird, kann es vielleicht auch ganz gut zu finden sein. Ja, ja, nimm das hier. Na, komm her. Marienkäfer männlich gefangen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier hoch. Und gucken, ob es da oben irgendetwas Nützliches gibt, was wir noch einsammeln können. Sonst ist ja eigentlich fast nur so große Ebene und keine Ahnung was. Naja, was soll's. Naja, ist ein bisschen langweilig. Muss aber mal anders vorbeigucken. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist, dass wir... Na, warum backst du jetzt wieder, gute Fee? So soll es sein. Wir gucken einfach mal, ob wir hier unten noch irgendwas Nützliches finden. Zum Beispiel Rubine oder
keine Ahnung was. Oh ja, erhalten wir eine ziemliche Menge, was eigentlich ganz cool ist. Ja, und dann würde ich sagen, können wir doch mal weiterhin nach Goldinsekten suchen oder vielleicht gibt es ja was Besseres, was wir machen können. Denn vielleicht können wir ja mal wieder bei Agnetas Haus ein paar Insekten abgeben. Ich würde ja sagen, jetzt haben wir ja wieder ein paar... Ja, wie soll man sagen? Jetzt haben wir ja wieder zwei weitere Goldinsekten, die wir abgeben können. Und dann können wir das Geld entsprechend wieder an... Ja, wobei ich bin da gerade so ein bisschen am Überlegen, ob wir das auch überhaupt tun, denn... Ja... Ja, wir machen es einfach mal und dann geben wir halt so viele Rubine ab, wie wir können, denn wir brauchen auf jeden Fall noch welche, um dann entsprechend dann auch spätere Quests noch gut machen zu können. Also würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich hier die ganzen Insekten abgegeben habe. Ja, damit haben wir das jetzt geschafft, dass wir hier wieder... viele Goldinsekten abgegeben haben und ich würde sagen, bevor es dunkel wird, spenden wir die vielleicht, denn dann kriegen wir vielleicht noch weitere Herzteile. Von daher würde ich sagen, dass wir jetzt noch so viele Rubine wie möglich hier abgeben. So, naja, alles gut, muss nicht immer so viel labern, hab da nicht so viel Bock drauf, naja, was soll's. Man, irgendwann muss es doch mal genügen, ganz ehrlich jetzt. Ich meine, wir haben jetzt so viel abgegeben. Ah, jetzt hat's funktioniert. Und wir kriegen... ein Herzteil. Damit haben wir es geschafft, dass wir hier alle möglichen Sachen abgegeben haben. Und so weiter und so fort. Ja, dann würde ich sagen, was könnten wir jetzt gut tun? Ja, da fällt es mir ein. Nein, nein, ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Ja, genau. Da fällt mir gut ein, was wir machen könnten, denn wir haben ja jetzt noch ein kleines bisschen Zeit. Da bin ich gerade noch so am, am Gucken, denn was wir jetzt noch machen könnten ist, dass wir hier ganz einfach... Na, ich muss gerade noch gucken, wie viel Zeit wir haben. Ja, ich entschuldige, dass ich gerade unnötig schneiden musste. Ja, heute ist ziemlich viel geschneide, aber es soll es ja auch nicht langweilig werden. Denn, sag ich dir, dass du natürlich auch darauf achten musst, dass der Part nicht zu lange geht. Ihr würdet jetzt wahrscheinlich hoffen, ja, möglichst lange gucken. Aber für mich bedeutet ja auch alles an Zeit und Schneiden natürlich auch ein bisschen Arbeit. Von daher muss es gucken, dass das Ganze auch im Rahmen halte. Also 5,5 Minuten. Und dann müssen wir auch den Part beenden. Aber was wir zumindest versuchen können, ist, dass wir mal... Denn jetzt ist ja die Gelegenheit eigentlich günstig, da wir ja nicht ganz so... Da wir jetzt definitiv mehr als 300 Rubine tragen können, könnten wir doch mal probieren, ob wir es irgendwie zu dieser Schatzinsel schaffen. Denn das könnte ja durchaus möglich sein. Ja, aus diesem Grunde... Wäre es doch ganz sinnvoll, wenn wir das tun. Naja, es hätte für diesen Weg jetzt auch Epona nehmen können. Habe ich jetzt irgendwie nicht wirklich dran gedacht. Naja, nicht so schlimm. Ja, vielleicht ist dieser Part nicht unbedingt der spannendste, weil es jetzt ein Sidequest-Part ist. Aber ich werde versuchen, beim nächsten Mal dann wieder ein bisschen mehr... wieder Abenteuer einzubauen. Zwischen und überlegen, ob wir dann beim nächsten Mal diese Kutschen-Quest... Ja, es ist so eine Kutschen-Quest, die wir da machen müssen... Ja, von daher würde ich sagen, versuchen wir doch jetzt mal auf die Schatzinsel zu fliegen und dazu schnappen wir uns einen Huhn. Na, 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 kommt her, kommt her, kommt her. Seid nicht so scheu, nicht so scheu, nicht so scheu. Sehr schön. Und damit ist es uns jetzt ermöglicht, dass wir hier auf die Schatzinsel rauffliegen. Ich hoffe, dass wir auch möglichst oben landen, denn wie gesagt... Je mehr wir oben landen, umso besser. Ja. Und wenn man dann hier durchfliegt, kann man entsprechend noch ein bisschen mehr sammeln. Ja, und ich hoffe jetzt auch, dass wir auch richtig landen hier. Ich würde auch sagen, wir landen... Oh! Das war ja richtig geil. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen würden, ganz ehrlich jetzt. Aber ist sowas von geil. Wenn wir uns jetzt anstrengen, können wir die ganze Schatzinsel coolen.
als hätte gedacht, es müsste hier wieder unnötig schneiden, aber nee. Mir ist das zufällig durch das Let's Play irgendwie ermöglicht. Das kann mein Glück selber nicht fassen, ganz ehrlich. Und erhalten hier 100 Rubine. So, jetzt heißt es bloß, ganz langsam. Aufpassen, na, halt es bitte fest. So, jetzt müssen wir gucken, wann wir abspringen, nämlich jetzt. Nein, was habe ich gemacht? Das ist ja so ein Mist. Ich habe gedacht, es würde funktionieren und jetzt irgendwie doch nicht. Oh. Wisst ihr was, Leute, ist zeigt es dann, wir probieren es jetzt einfach nochmal. Es geht da jetzt eben mal nach oben. Und ja, es bin echt ein Dussel, also dass mir das einfach nicht gelungen ist. Das ist echt diese optische Täuschung, die man da hat. Naja, was soll's, wir werden jetzt auf jeden Fall probieren, nochmal hier auf diese Insel zu landen. Die Rubine sind uns jetzt völlig egal. Es geht jetzt darum, dass wir es auf diese Plattform da schaffen. Ja, und jetzt wichtiges Timing. Jetzt. Yeah. Na, beim zweiten Versuch klappt doch alles. So muss man immer denken. Mit einem Herzteil dazu. Wuhu. Ja, jetzt aber aufgepasst. Ich habe jetzt keine Lust, diesen Scheiß schon wieder zu schneiden. So. Naja, jetzt wird das auch nicht ganz so tragisch. Denn jetzt holen wir einfach die restlichen Rubine daraus. Ein violetter Rubin, 50 Rubine. Ja. Und da können wir jetzt ganz gechillt, naja, auf diese Laterne da achten. Die ganze Rubine da rausholen. Ja. Nein, du greifst uns tunlichst nicht an. Da haben wir nämlich keinen Bock zu. Ja, damit haben wir es geschafft, sogar zwei Herzteile in diesem Teil zu kriegen. Wir haben es geschafft, da alles an Kisten da rauszuholen. Also ich muss sagen, wir haben doch in diesem Part jetzt einiges geschafft und sind auch ganz zufrieden, ja. Dann würde ich sagen, dass wir beim nächsten Mal uns mal um die Abenteuer-Quest kümmern, denn für das, was in Zukunft kommt, ist es doch um einiges besser, wenn man schon die Abenteuer-Quest gemacht hat, denn wie gesagt, wenn wir da dieser Königin helfen, bekommen wir ja die Gabe des Wassers. Ja, und mit der können wir dann noch so einige Side-Quests machen. Natürlich könnten wir dann auch in den Dungeon gehen, aber einige Side-Quests wären uns dann auch noch dann wieder geboten. Also würde ich sagen, wir haben einiges getan. Beenden wir an dieser Stelle den Part. Macht's gut, liebe Zelda-Fans. Bis zum nächsten Mal und ciao.